So hatten sich die Dachdecker das sicherlich nicht vorgestellt. Bei dem Versuch, Dachpfannen mit einem Kranwagen auf ein Einfamilienhaus zu hieven, kippte der 18-Tonnen-Kran um. Der Kranwagen landete in gefährlicher Schräglage, das Führerhaus drückte einen Stromverteilerkasten aus dessen Verankerung. Der schwere 15 Meter lange Kranausleger krachte auf das frisch renovierte Dach. Die Folge: Kran und Auto völlig manövrierunfähig. In ihrer Not riefen die Handwerker die Feuerwehr, doch auch die Retter aus Wentorf, verstärkt durch die Feuerwehr Rheinbeek, konnten hier nicht wirklich helfen. Die Alarmierung erreichte uns um kurz vor 9 heute Morgen. Alarmstichwort war technische Hilfeleistung, Kran umgestürzt. Und das war die Lage, die wir hier entsprechend vorgefunden haben, dass ein Kran von Dachdeckerarbeiten sich in Stellung bringen wollte und aufgrund des weichen Untergrundes einbrach und zur Seite kippte. Ja, wir haben die Lage sondiert. Das feuerwehrtechnische Gerät ist nicht ausreichend von der Kraft her, diesen Kran wieder aufzurichten, sodass eine private Firma benachrichtigt worden ist, die mit einem Telekran kommen wird, um den Kran wieder aufzurichten. Doch dann musste die Feuerwehr doch noch ran. Angesichts der peinlichen Panne kippte nun auch noch der Kranführer um. Er musste vor Ort von den Rettern versorgt werden und kam schließlich mit dem Rettungswagen und der Diagnose Schock ins Krankenhaus Adolfstift. Unterdessen arbeiteten die Männer der privaten Bergungsfirma mit entsprechend schwerem Gerät daran, den Havaristen wieder aufzurichten. Für den großen Telekran war der 18-Tonnen-Kranwagen eher ein Leichtgewicht. Mühelos half der Schwerlastkran seinem kleinen Bruder wieder zurück auf die Stelzen. Die Bilanz der bösen Panne: 3 Stunden Arbeit und einige tausend Euro Sachschaden.